I didn't develop symptoms because I took the vaccine they made. And I didn't kill anyone to get it. Das erklärt, warum er so lange überlebt hat. I stole it from someone who had. Wenn er das kann, immer hallo. The virus got him before he was able to take it. Your lucky day, isn't it? I've got an ID on your friend. Born in 1993 in Ausrain, Harmonia. Went to public high school, majored in medicine at Bergen State, top of his class. The rest of his story checks out. You're helping her. Guess we trust the doc. If you're not a contestant, who are you? You with some kind of rescue squad? There's gonna be a rescue, right? Why haven't they sent anyone yet? Because everyone's too busy running around with their heads up their asses to do anything. Kennen wir das irgendwo, ja? But the cavalry ain't coming. Ganz böse Anspielung auf Regierungssysteme. Mm-hmm. The island's cut off completely. Spy satellites are jammed. All they know on the outside is that a terrorist group's taken over. Terrorists with lots of firepower and the balls to use it. So we're hostages. Targets, more like it. If I were you, I'd go find myself a good hole to hide in. What? You're not gonna get me out of here? Sorry, kid. I've got things to take care of. I don't help people. I kill them. Kleine Verbindungsstörung. Passend, wo die Cutscene auch gerade zu Ende ist. Also gut, so viel zum wunderbaren Thema Mad Wolf. Oh, ich würde so gerne weiter wissen, wie es weitergeht. So. Wollen wir jetzt nicht alle. Ja. Aber uns geht leider so langsam der Saft aus. Deswegen muss ich das dabei belassen. Was ist dein erster Eindruck so vom Tutorial-Level her? Nice. Und vom Zusehen her der weiteren Level? Very nice. Es ist zu schade, dass das Spiel nicht in Japan erscheint. Ich weiß. Oder wer weiß, vielleicht erscheint es ja noch, aber es ist zumindest meines Wissens noch nicht dort raus. Also, du musst damit rechnen, dass ich die nächsten Tage hier einfach mal wohne. Naja, so lange dauert das Spiel jetzt nicht. Wie oft hast du es durchgespielt? Dreimal. Wie viele Stunden spielst du? 15. Entwicklungslauf von der Story, weiter interessant? Definitiv. Alles klar. Ending is the best ending ever. Gibt es mehrere Endings? Nein. Also das eine Ending quasi. Das eine Ending ist das beste Ending ever. Alles klar. Ja. An alle Importler da draußen, schlagt zu, solange ihr noch könnt, solange ihr noch dürft, denn wie gesagt, aufgrund seines Spielprinzips ist es trotz der Cartoon-Optik ein heißer Beschlagnahmungskandidat. Jupp. Und mal sehen, wie lange dieses Video in den Weiten des deutschsprachigen Internets überlebt. Ja, hoffen wir es einfach. Dann von der Leyen merkt, was ich hier für den Show abziehe und mich. In Grund und Boden. Ach, klar. Machst du bei den Thumbnails einfach was anderes rein, dann merkt genau, das schon keiner. Genau, Ponys und sowas, ne? Genau, so Ponys und... oder... Ja. Aber wie gesagt, also mir gefällt das hervorragend, dieses Spiel. Hat Platinum Games einen schönen Einstand geleistet. Auf jeden Fall. Bin schon gespannt, was aus Bayonetta und Infinite Space wird. Mhm. Das ebenfalls von denen irgendwann mal hoffentlich kommt. Ein Devil May Cry Klon und ein riesiges Rollenspiel im Weltall. Na gut, any last words? So, it's fucking awesome! Great! Gelaid! Alright. Dann wollen wir den ganzen Kram hier mal hin. Ihr wart ein tolles Publikum und wir sehen uns hoffentlich mal bei einem anderen Video. Vielleicht mal wieder ein bisschen Versus-Action. Adios! Adios!